damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Ocarina of Time in der 3D-Version im Wassertempel, kurz vor dem Bossfight. Und naja, den werden wir uns jetzt snacken. Hieran, Vorsicht! Das Wasser hier sieht irgendwie ungewöhnlich aus. Hier lauert irgendetwas. Das Wasser bewegt sich irgendwie schneller, ne? Springen wir einfach mal rein, warum denn nicht? Also ich weiß nicht, was du hast, Navi. Ich kann nichts Ungewöhnliches feststellen. Okay, das Wasser ist ungewöhnlich. Aquamöbes Wassertentakel. Morphi! Mein alter Freund, wie geht's dir? Ja, spring erstmal durch uns durch. Das ist auch kein Problem. Ich stelle mich bei Morphi mal gerne in der Ecke, da kann er ihn so schlecht erwischen. Okay, Morphi, komm her. Morphi, hier hin. Alter, kommst du wieder her? Morphi. Und cool. Komm sofort wieder her. So ist brav. Na komm, mach wieder deinen komischen Wassertentakel. Bleibst du hier, Mister? Okay, dann bleibst du eben nicht hier. Auch gut. Ich gehe wieder in meine Ecke. Der Tentakel ist nämlich nicht lang genug für diese Ecke. Und wir können Morphi ganz bequem da rausziehen. Alter, kommst du her? Morphi! Aus! Boah, ich wollte nicht ins Wasser hüpfen. Es war ein Versehen. Entschuldige, Morphi. Ich wollte nicht zu nahe kommen. Es tut mir leid. Deswegen musst du mich doch nicht gleich durch die Gegend schleudern. Schleuder mich bitte an Land, ja? Sei so gut. Lass mich los. Au, hat auch noch direkt auf die Stacheln drauf. Au, 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 au. Das gibt Ausschlag. Na komm her, Morphi. Ich sag doch, du kriegst mich hier in der Ecke nicht. Also, er könnte, wenn er wollte. Aber tut er nicht. Aus, Morphi. Nimmst du bitte deine Flossen von mir? Ich meine, es sind nicht wirklich Flossen, aber... Kommst du da auch noch mal raus? Morphi? Ich gehe in eine andere Ecke, das wird mir jetzt blöd. Morphi! Ich wusste, dass du mal Hallo sagen willst. Ich will dich anvisieren, Morphi. Au. Morphi! Beifuß! Sei brav. Okay, ich gebe eine Safety-Ecke. Hör auf, so herumzuhüpfen. So treffe ich dich doch nicht. Morphi, wie soll das mit uns weitergehen, wenn ich dich nicht treffen kann? Hast du schon mal da überlegt, was wir da machen? Geht mal einmal
aus einer Safety-Ecke raus. Ein einziges Mal. Und dann passiert gleich das. Lass mich los. Muffy, schmeiß mich doch nicht ins Wasser. Ach. Alter, ich will doch nur da hoch. Hi, Muffy. Kümmere dich nicht um mich. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Dann gehe ich in diese Ecke. Die ist auch hübsch und knuddelig. Muffy? Muffy, ich bin hier. Dachte ich mir, dass du zum Knuddeln vorbeikommen möchtest. Okay, von da hinten treffe ich dich niemals. Das kannst du knicken, Muffy. Siehst du? Ich sag doch, ich treffe dich von da nicht. Dann machen wir mal einen kurzen Positionswechsel. Aua. In die Stacheln. Ich komme jetzt zurück. Da sind die Stacheln. Boah, da kommt schon der nächste. Na, ah, macht schon den nächsten gut. Alles gut. So. Und immer schön auf die Safety-Ecke achten. Kinders, wenn Gefahr droht, durchs Wasser, einfach in die Ecke stellen. Wenn euch mal ein böses Wassermonster angreift, stellt euch in die Ecke, da kommt es nicht ran. Und ihr müsst euch auch nicht vor den Stacheln in Acht nehmen, denn die sind nicht in der Ecke. Okay, wo ist mein Herzcontainer? Da ist mein Herzcontainer. Ganz vorsichtig. Dran vorbeigehen. Nicht reingehen. Ich möchte gerne den Herzcontainer. Ach, nice. In der Halle der Weißen. Leran, ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Zoras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Frieden leben. Nein, können sie nicht. Das Reich ist nämlich immer noch eingefroren. Das ändert sich nicht. Ich weiß nicht, warum. Das haben sie hier nicht mal geändert. Das wäre eigentlich das, was man hier in einem Remake ändern müsste. Aber Zoras Reich bleibt eingefroren. Als dein Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Naja, das würde ich gerne. Aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du? Du suchst nach Prinzessin Zelda? Gib es zu, du kannst nichts von mir verheimlichen. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben. Ich spüre es. Also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten. In deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Das Amulett des Wassers, Rutu, gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Wenn du Schick triffst, danke ihm von mir, ja? Mach ich, aber... Erstmal musste ich niesen. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Liran, du hast es geschafft. Rute wollte sich bei mir bedanken? Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Schau, Liran. Du und Prinzessin Rute, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Der See füllt sich zwar mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor.
Und weg ist sie. Es ist gerade günstig. Wenn wir schon mal hier sind. Hinter! Nicht tauchen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen. Die Feuerpfeile. Triffst du dein Ziel, wird es entzündet. Wähle deinen Bogen aus und bestätige die Wahl, um zur Auswahl der Pfeile zu gelangen. Such dir deine Pfeile aus und verwende diese mit dem Bogen. Oh, nicht hier. Nicht an einigen Orten, aber nicht hier. So. Also, ich nehme meine Pfeile, wenn ich die auf X habe. Ah, okay, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Hey, wo ist Epona? Ich hatte sie doch extra für die Cutscene abgestellt. In der M64-Version, dann stand sie da nämlich tatsächlich. Naja. Nehmen so. Was ist eigentlich unser nächstes Ziel? Naja, es bleiben hier nur noch zwei Dungeons. Kommen ganz schön gut durch. Da, daraus reicht jetzt aber noch eingefroren. Ist ja nicht so, dass man das hier im Remake ändern können. Ach, Epona hat sich da abgestellt. Ja, stimmt, wir haben das Spiel einmal. Ich habe das Spiel einmal neu gestartet. Oder sehe ich tatsächlich an der Cutscene? Wer weiß das schon? Na, das Geld ist mir nicht egal. Ja, wir können. Wir können. Hey, es gibt auch noch ein Herzteil, das wir uns jetzt holen können. Das hätten wir uns eigentlich schon mit der goldenen Schuppe holen können. Okay. Wenn du nicht willst. Na, geht doch, Mädchen. Geht doch. Ich treffe dich nicht. Da bei dem Baum auf der anderen Seite war das, glaube ich. Wo war das hier? Ich meine, das war da hinten. Einer von den Bäumen hier. Oder war das der, an dem wir gerade vorbeigegangen sind? Naja, immerhin. Können wir den Stein da wegbomben? Mhm. Okay, ist eine Windquelle. Das war nicht ganz das, was ich gesucht habe. Dankeschön. War das wohl doch der andere Baumstamm? Oder vielmehr der andere Baum? Hurra! Ich habe einen gefangen! Also fast. Fee, wir brauchen den Platz. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Du hast ja einen Geist besiegt. Willst du in der Flasche aufholen? Ja. Immerhin ein.
Nein. Ah. Okay. Luft anhalten und runter. Perfekt. So lobe ich mir das. Auf nach Kakariko. Wobei, war hier nicht auch immer einer? Also hier war, glaube ich, zumindest ein Loch. Oder bilde ich mir das ein? Oder ist das hier nur da, wenn man ein Kind ist? Ah, da ist ein Loch. Mit 5 Rubinen hat sich voll gelohnt. Haben wir da? Was haben wir da? Hat sich gelohnt. Und hops. Also, wenn man wollte, ne? Wäre es jetzt nicht allzu schwer, darüber zu kommen. Ich glaube, das ist die tiefste oder die flacheste Begrenzung, die Ebene hat. Gehen wir mal eben den Nachtschwimmer verkaufen. Wenn wir schon mal hier sind. Für einen Nachtschwimmer gibt es 50 Rubine. Krasser Stress. Gut, dass wir einen haben. Bitteschön. Ah, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich. Das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine. Und obendrein hast du 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. Namentlich eine Flasche. Die letzte. Okay, rennen wir mal eben durch die Pola durch. Ist absolut kein Problem. So, rückwärts einparken. Oh, hier sieht es aber nicht gut aus. Kakariko hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Zurück, Liran. Hey, alles gut? Hi. Ich hab mich voll blamiert, wa? Sieht aus, als würdest du es überstehen. Liran, etwas Schreckliches ist passiert.
Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen und sich dann gedacht, ja, bauen wir ein Dorf drüber. Klingt absolut vernünftig. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Leran, Impa ist eine der 6 Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lernen, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Spiele die Nocturne des Schattens. Du hast die Nocturne des Schattens erlernt. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Liran. Aber immerhin regnet's noch. Ist tatsächlich das Einzige, das auf das bekommen, ne? Nicht mal. Jetzt bin ich aber ans Set. Jetzt muss ich hier extra ganz hoch rennen. Spiel ein bisschen Spider-Man. Und jetzt soll man sich eigentlich erst das Herzteil holen, was wir uns durch unseren kleinen Sprungtrick geholt haben. Ich will doch den Pflock da treffen. Den Pflock möchte ich ganz gerne treffen. Geht doch. Gibt aber auch größere davon. Hier ist ein Huhn. Wo soll man mit dem Huhn hinspringen? Ach, das ist bestimmt dafür, damit man sich das Herzteil holen kann. Na, Huhn, kommst du her? Wuhu! Dafür ist das bestimmt da, dass man zur Kuh kann. Hi, du. Es ist lange her. Da gab es hier einst einen Mann, von dem man sagt, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Wo Impa dann... Okay, das macht irgendwie recht wenig Sinn. Du haust mich nicht. Der Fluch ist von mir genommen. 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Krabbelmin! Haben wir schon alle? Nein, der fehlt noch. Der gibt einem nämlich ein Herzteil. 50 brauchen wir für den. Wie viel haben wir? 45. Noch fehlen nur 5. Dann haben wir fast die Hälfte. Krass. Okay, Nocturne des Schattens. Auf zum Schattentempel. Der Vollständigkeit halber.
Blub, sind da die Fackeln. So, dann nehmen wir mal das zur Hand und hauen drauf! Und schwupps, brennt hier alles. Und damit herzlich willkommen im Schattentempel. Ich glaube, diese Stelle hat man nur eingebaut, damit man als Youngling hier nicht rein kann. Das ist der einzige Grund. Die Schatten werden sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Das heißt, man könne sie in Kakariko finden. So, und jetzt zählen wir eins und eins zusammen, denn wir sind ja schlaue Leute. Warum regnet es hier rein? Ich sag dazu mal nichts. Jedenfalls, wir zählen eins und eins zusammen. Wir wissen, dass wir das Auge der Wahrheit brauchen, dass es das in Kakariko gibt und dass der Mann uns ja gerade noch erzählt hat, dass das da, dass der Typ das hatte, der da gewohnt hat, wo eins der Brunnen war. Dann haben wir hier in der Zukunft oder der jetzigen Gegenwart, haben wir ein Lied gelernt, mit dem wir einfach mit dem wir die Mühle durchdrehen lassen können. Das Wasser ging dadurch zurück. Und das heißt, wir können dann zur Mühle hin. Also als Kind zur Mühle hin, das Lied spielen und dann da runter und das Auge der Wahrheit holen. Das ist der Plan. Das werden wir dann beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Wir machen jetzt hier erstmal ein klitzekleines Päuschen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch hier mit dabei. Bis dahin. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.